Ja, moin Leute, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wenn ihr Tesla fahrt, dann wisst ihr, die Verkehrszeichenerkennung ist grottenschlecht. Die ist im Prinzip richtig scheiße, man kann es mal so deutlich sagen. Aber Moment, Tesla kann Verkehrszeichenerkennung. Ja, das wird euch vielleicht überraschen. Die können das sogar ziemlich perfekt. Das ist aber nicht für jedes Auto. Ja, komisch, aber wahr. Und worum es da genau geht und welche Autos das können, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Wird spannend, also dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, ich sitze hier in meinem Model S Baujahr 2016. Ich habe schon 123.000 Kilometer runter, also das ist richtig viel. Der Wagen ist jetzt ja über 6 Jahre alt und fährt und fährt und fährt im Prinzip wie am ersten Tag und er macht mir richtig Freude. Und ja, nicht nur der Wagen macht mir Freude, auch die Verkehrszeichenerkennung macht mir Freude. Was? Da reibt ihr euch verwundert die Augen, ihr als Model 3 und Model Y Fahrer. Ja, es ist so, die Verkehrszeichenerkennung im Model S und wahrscheinlich auch im Model X, das habe ich jetzt nicht, aber ich vermute es mal, die ist perfekt. Ja, wie kann das sein? Ich meine, dieses Model S hat eine Kamera, das hat die Autopilot Hardware 1.5. Also dafür hat es eine Kamera hier vorne in der Windschutzscheibe. Ja, und natürlich auch eine Rückfahrkamera, aber die ist für Autopilot natürlich nicht in Benutzung. Ansonsten sind es Ultraschallsensoren. Autopilot funktioniert hier auch wirklich reibungslos. Phantombremsungen sind extrem selten, aber das ist ein anderes Thema. Aber die Verkehrszeichenerkennung funktioniert hier in diesem Model S perfekt. Und das kann ich euch mal kurz beweisen und dazu fahren wir mal auf eine kleine Strecke hier und dann seht ihr die Verkehrszeichen und wie gut das Model S die erkennt. Ja, ich habe natürlich leicht reden. Wo ist der Beweis, fragt ihr euch. Und diesen Beweis werde ich euch heute antreten. Und zwar bin ich jetzt mit meinem Model S unterwegs. Und zwar das Model S, Baujahr 2016. Das kann Verkehrszeichenerkennung und zwar perfekt. Ich habe jetzt in den letzten 4 Wochen mal wieder 2 Software-Updates bekommen. Und zumindest mit dieser aktuellen Software, das ist die Version, Sekunde, ich sag's euch gleich, Version 11.0 2022 8.10.6. Ja, ist eine ziemlich lange Versionsnummer, aber so ist das nun mal bei Tesla. Jedenfalls diese Software bei meinem Model S, die erkennt Verkehrszeichen perfekt. Und mein Model S ist vom Baujahr 2016. Es hat im Prinzip die Autopilot Hardware 1.5, das heißt, es hat im Prinzip nur vorne eine Kamera und hinten die Rückfahrkamera. Und sonst hat es halt Ultraschallsensoren. Mehr eigentlich nicht. Also keine Seitenkameras und schon gar nicht 8 Stück. Ja, und trotzdem erkennt das Model S Verkehrszeichen perfekt. So, wir sind jetzt in einer Tempo 30 Zone. Das Display zeigt auch das 30er Schild an. Aber gleich wird die Zone aufgehoben und mal sehen, was passiert. Zack, 30er Zone aufgehoben und jetzt 10 Meter später geht es wieder los mit 30. Zack, 30er Schild wieder da. So, jetzt kommt gleich ein 50er Schild. Was passiert? 50 wird angezeigt. Das ist ein 70er Schild. Zeigt er auch an, sobald wir das Schild passieren. Jetzt fahren wir auf die Autobahn. Das 70er Schild verschwindet. Und stattdessen zeigt er 120 an. Ja, das 120, das muss er aus der Karte haben, aus den Kartendaten, weil ein Schild stand hier nicht. Er weiß, dass wir auf der Autobahn sind. Und da gilt 120 hier an dieser Stelle. Das muss er, wie gesagt, aus den Kartendaten haben. Und gleich da vorne kommt ein Schild, wo es auf 100 und dann auf 80 runtergeht. Das ist temporär, weil da ist irgendwas mit der Fahrbahn nicht in Ordnung. Diese Schilder stehen erst seit knapp einem Dreivierteljahr da. Also in der Karte ist das garantiert nicht verzeichnet. Das ist reine optische Erkennung. Mal sehen, was er macht. So, hier kommt das 100er Schild. Zack, 100 hat er sofort erkannt. Und hier kommt gleich 80. Zack, 80 sofort erkannt.
Jetzt kommt hier wieder 120. Zack, 120. Was er leider nicht macht, ist die Geschwindigkeit des Tempomaten automatisch abzusenken. Das tut er nicht. Hat er aber auch noch nie gemacht. Und hier ist ein Verkehrsschild an der Autobahneinfahrt, auch ein elektronisches mit einer 100. Ja, erkennt er sofort. So, und hier kommt eine Verkehrsbrücke. Dort sind elektronische Geschwindigkeitsbeschränkungen, diesmal 100. Jawohl, hat geklappt, er hat auf 100 umgestellt. Und hier die nächste Verkehrsbrücke, da geht es wieder auf 120 hoch. Jo, erkennt er auch, 120. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, Mensch, so ein Elektroauto wäre auch was für mich, aber ich will es nicht gleich kaufen, dann wäre doch vielleicht ein E-Auto-Abo was für euch. Und da kann ich euch InstaDrive empfehlen. Da findet ihr einen Empfehlungslink bei mir unten in der Videobeschreibung. Bei InstaDrive ist alles im Abo-Preis enthalten. Also Anschaffungskosten, Wartung, Verschleiß, Versicherung, Winterreifen, alles im Komplettpreis enthalten. Und ihr müsst ja im Prinzip nur noch Strom laden. Und das müsst ihr sogar auch nicht bezahlen, zumindest nicht für 5000 Kilometer. Denn wenn ihr das über meinen Empfehlungslink macht, dort ein Auto abonniert, bekommt ihr 5000 Freikilometer geschenkt und müsst dort nicht mal für den Strom was bezahlen. Ja, ihr habt gesehen, das ging alles total perfekt. Und ich kann euch wirklich sagen, aus meiner Erfahrung der vielen, vielen tausend Kilometer, die ich mit diesem Auto gefahren bin, es wurde im Prinzip nach einer anfänglichen Schwächephase immer besser. Und jetzt habe ich vor einem Monat zweimal Software-Updates bekommen. Für dieses alte Modell gibt es ganz selten nur noch Software-Updates. So war es auch echt für mich ein bisschen verwunderlich, dass ich in den letzten 4 Wochen 2 bekommen habe. Aber auf jeden Fall, damit und auch eigentlich schon davor funktioniert die Verkehrszeichenerkennung total reibungslos. Also ich bin damit sehr zufrieden. Einziges Manko, was es noch gibt, ist, dass die Tempomatgeschwindigkeit, wenn er einmal läuft, nicht auf die erkannte Verkehrszeichengeschwindigkeit angepasst wird. Das wäre noch was, das könnte man vielleicht noch einbauen. Aber mich wundert es wirklich, warum Tesla es nicht schafft, in den Model Y und Model 3, die ja viel, viel moderner sind von der Hardware, als dieses Auto hier und auch von der Software viel moderner sind. Ich meine, die haben 8 Kameras, ich habe hier nur eine. Warum Tesla es da nicht schafft, eine vernünftige Verkehrszeichenerkennung einzubauen, ist für mich wirklich ein Rätsel. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, woran das liegt, ob sie da keinen Bock zu haben, ob es da irgendwelche technischen Hindernisse gibt oder ob sie einfach das übersehen und nicht auf die User hören oder keine Ahnung warum. Oder ob Elon da gerade mal keine Lust zu hat oder das nicht für so wichtig erachtet. Ich finde es richtig scheiße, vor allem, dass es auch teilweise ein Sicherheitsrisiko, wenn man halt viel zu schnell fährt, weil man denkt, es ist hier freigegeben, dabei ist da irgendwie eine 80er-Zone und man merkt es gar nicht. Ja, das war von mir nur ein ganz kurzer Einwurf zur Verkehrszeichenerkennung und die zwei Welten, Model S, Model X, wo es perfekt funktioniert, Model 3, Model Y, wo es leider gar nicht funktioniert. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.